Herzlich willkommen, ihr geilen Vergenusswurzler. Jo, also ich habe mich dazu entschieden, jetzt nochmal ein bisschen. Ich habe mir nochmal Tickets gekauft und habe Connor hochgemacht über AppToy, dass ich da 25% spare. Und ihr seht, ich habe ihn jetzt bis Legendary 1 hochgemacht, damit ich auch sein EX30 am Start habe, weil der EX30 schon ziemlich cool ist. Kriegt halt nochmal ordentlich viel weniger Schaden und all die anderen Tanks mit Guardian-Effekt kriegen auch weniger Schaden. Das ist schon ziemlich nice. Und da wollte ich jetzt mal mit euch auf den Helden eingehen und euch den auch mal ein bisschen zeigen im PvP, was der so kann. Erstmal zeige ich euch, wie ich ihn gegeert habe. Was mir wichtig war, weil er hat überall als Base Chance Accuracy 60%. Deswegen bin ich bei den Werten so gegangen, dass ich 130 Accuracy auf jeden Fall habe, um halt die 100% zu garantieren. Und soweit ich das verstanden habe, garantiert das auch hier bei diesem Skill jeder Punkt von Accuracy gibt 0,5%. Das heißt, 100 Accuracy würden 50% geben, mehr als 50% extra HP kann er durch diesen Skill nicht bekommen. Also sind wir da fein. Deswegen habe ich ihm Opportunistic Boots gegeben mit HP, 3x Damage Reduction, nochmal HP. Und dann haben wir hier Opportunistic Helm mit Damage Reduction, HP. Dann hier wieder HP mit Accuracy, Damage Reduction und HP. Dann habe ich Hawkeye genommen, habe ich schon hochgetempert, damit ich nochmal diese 12 extra Accuracy bekomme. Hier HP, 3x Damage Reduction, ziemlich nice. Hier 2x HP, 1x Damage Reduction, auch ziemlich nice. Und hier nochmal die Waffe mit Accuracy, HP und Damage Reduction. Wir gehen erstmal rein im PvE. Zeige euch mal den Damage, den er hier macht im Holy Land Contract. Ich habe jetzt hier gar kein Gear mehr auf Ravenna und so. Aber ich will euch einfach nur mal zeigen, wie die beiden neuen Tanks hier Damage machen. Können wir uns einmal kurz reinziehen. Wir gehen mal einfach nur, was weiß ich, 30 Sekunden oder so rein. Und vergleichen mal den Schaden von den Tanks, sag ich mal. Aber jetzt hat er noch nicht so viel gemacht, ihr seht, jetzt hat er aber wieder einen dicken Boost bekommen. Also er macht schon im Vergleich zu Orphan oder Orphan oder wie der heißt, ziemlich gut Damage. Ungefähr das Doppelte bis Dreifache. Leider ist Endless Battle nicht mehr da, da hätte ich euch das ein bisschen besser zeigen können. Aber ist schon ziemlich nice. Als nächstes gehen wir mal rein in PvP. Wir gehen als erstes mal, suchen wir mal, oh, ist gar nicht, ich musste mal kurz Game neu starten, das buggt der immer rum. So, dann gehen wir mal rein. Gegen Hacke Peter hatte ich vorher, als ich hier Pandemonium stehen hatte, keine Chance. Ich habe 1 zu 5, oder nicht einen Helden vom Gegner, also vom Hacke Peter zerstört. Und jetzt gucken wir mal anders. Außerdem habe ich auch den Doomsayer-Umhang natürlich jetzt bekommen. At the start of the battle, all ally tank heroes gain 25% max HP and receive 30% reduced ultimate skill damage for 30 seconds. Das ist schon ziemlich geil. Und jetzt gucken wir mal rein, wie das halt hier mit dem Dude funktionieren tut. Pandemonium ist halt so voll ausgestorben jetzt auf jeden Fall durch den. Könnte auch noch Orphan reintun irgendwie, aber weiß ich nicht. Da müsste ich Tarisch rausnehmen. Ah, ob das Sinn macht. Ihr seht hier, das ist schon ziemlich gut, ziemliche Zerstörung. Wir können das jetzt mal austesten. Wenn ich Womegon vorne reinstelle gegen Hake Peter und ihn nach hinten, können wir auch mal austesten. Gucken, wie es dann ist. Also wenn halt Womegon geworfen wird, sollte halt auch ziemlich geil sein. Jetzt macht er sein Ultimate, ihr seht guten Schaden. Er hält auch ultra viel aus.
Also er macht richtig viel Schaden, ihr seht schon. Komischerweise macht hier mein Supporter gerade auch richtig viel Schaden, hat voll Bock. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn der, wenn Connor geworfen wird, dass dann ich schneller seinen Support down kriege. Hier habe ich jetzt komplett Probleme, der Support geht nicht down, weil mein Bomegon nicht genug Schaden macht. Also ihr seht, so läuft es auf jeden Fall schlechter, aber so können wir ja mal gucken. Boah, er hat sich geheilt um 20 Millionen, habt ihr gesehen. Dicker Selfie, er macht ultra viel Schaden. Also er ist schon mega krass unterwegs hier. Aber jetzt ist er tot. Ja. Und so lief es gar nicht, so gesehen. Das heißt für mich, dass ich ihn nach vorne stellen muss, damit er halt schnell... Das können wir nochmal gucken, damit er schnell den Support killt. Irgendwie hat das, kriegt das mein Bomegon noch nicht hin, weil der halt auch noch nicht so hoch ist. Bomegon ist nur Rank 4. Und ja. Reicht halt noch nicht. Diesmal hat er aber auch den Support nicht ganz so schnell gekillt. Oh, hat so knapp überlebt. Jetzt hat er ihn aber. Er killt ihn viel schneller auf jeden Fall. Dann ist es auch ein viel einfacher Sieg. Das ist schon wichtig. Also er ist schon gut für mich da im Throw. Wir gucken mal noch gegen ein paar andere Teams rein. Wir gucken mal hier gegen Assassinen, was da passiert. Kann Fiona schnell weghauen? Ich weiß es nicht. Er haut da erst ein paar normale Auto-Hits drauf, die nicht so wirklich was bringen. Jetzt hat er eine dicke Schelle gegeben. 9,5 Millionen die Schelle, habt ihr gesehen. Das ist schon ziemlich gut. Oh, ich glaube da, boah, ja, also es wurde hier richtig zerstört. Also Assassinen sind momentan einfach auch nicht mehr geil im PvP. Croix ja alles hier E5, bringt nichts. Was hat er für ein Team? Halt auch den neuen bin. Jetzt sind wir hier. Gegen Summoner können wir auch mal reintun. Gegen Summoner könnten wir auch mal Orphan reintun eigentlich. Aber wir machen das mal so und gucken mal, was hier passiert. Apurin ist super schnell gestorben. Das ist nicht geil. Das ist wirklich nicht geil. Und mein Tank wurde nicht nach hinten geworfen. Das ist auch nicht geil. Absolut nicht geil. Aber er hat hier fast Jaxxer die Instant gekillt, aber kriegt jetzt übelst aufs Maul. Ja. Das lief nicht gut. Was wir mal ausprobieren können, ist... Wer war das jetzt? Wo war das? Das buggt doch immer rum hier. Das war doch nicht Silvio, nein. Holy shit. Ja, finde ich jetzt nicht mehr. Hm, dann nicht. Ripple E, wer ist das denn? Hat aber auch ein Summoner-Team. Okay, jetzt genau. Hier wollte ich mal austesten, einfach mal Orphan noch reinzutun. Hier den anderen. Omegon so. Ah ne, warte, das wollte ich so machen hier. Ich wollte Puin rausnehmen, genau. Dann können wir nämlich Tarish noch mitnehmen. Und das so mal ausprobieren. Ich glaube, das könnte ganz geil sein gegen Xana. Ja, das ist richtig stark. Das sieht stark aus. Austin ist jetzt in seine Wiederbelebungsding rein. Ja, das sieht super stark aus. Guckt euch mal den Schaden an, den Connor da macht. Holy. Boah. Ja, der hat da richtig ausgepackt hier, ne? Ein paar Koma-Schellen, würde ich sagen. 120 Millionen. Boah. Crazy. Guck mal, ob ich irgendwie noch ein paar Vanguards finde oder so. Thanks. Vanguards werden nicht schlecht. Ich guck mal kurz, ob ich welche finde. Sekunde. Vanguards spielt gerade gar keiner, Leute. Aber Vanguards sind halt aber auch komplett nicht mehr so gut. Von daher. Ja, Leute, das war jetzt erstmal ein Eindruck. Ich finde Connor extrem stark.
Bin gespannt, wie krass er auf EX40 dann ist, aber erstmal Ersteindruck extrem stark, super stark, bringt mein Tag Team mega voran. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, gibt euch einen Eindruck von Connor. Lasst gerne einen Daumen nach oben, haut ein Abo raus und verpasst natürlich keins der weiteren Videos. Peace, euer Resign 1.